doch mal zurück zu unserer Unterscheidung zwischen Einzahlung und Einnahme. Und besonders hier zu meinem Beispiel Verkauf auf Ziel. Wir haben gesagt, das ist eine Einnahme, die noch nicht Einzahlung geworden ist. Im ersten Buchungssatz wird gebucht per Forderung an Umsatzerlöse. Im zweiten Buchungssatz kommt dann die Bezahlung des Kunden. Es wird gebucht per Bank an Forderung. Und ich habe gesagt, das ist besonders wichtig dann, wenn hier zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz der Jahresabschluss liegt. Und es ist auch dann besonders wichtig, wenn der Kunde sich besonders viel Zeit lässt, um die Rechnung zu bezahlen. Also, das habe ich versprochen, schauen wir uns nochmal genauer an. Bedeutung des Unterschiedes zwischen Einnahme und Einzahlung unter diesen besonderen Umständen, dass der Jahresabschluss dazwischen fällt und dass das Zahlungsziel eh schon sehr lang ist und der Kunde das Zahlungsziel auch noch weiter ausweitet, indem er einfach nicht bezahlt. So, schauen wir uns das an. Was bedeutet das? Also, Einzahlung und Einnahme, Bedeutungsunterschied ist vor allem dann, wenn zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz der Jahresabschluss liegt. Was passiert nämlich, wenn wir im ersten Buchungssatz buchen wir per Forderung an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Und an Umsatzsteuer. So. Jetzt kommt der Jahresabschluss. Das, was wir als Forderung auf der linken Seite der Bilanz stehen haben, steht in unserem Erfolgskontenkreis in der Gewinn- und Verlustrechnung als Umsatzerlös. Und die Folge ist, dass dieser Umsatzerlös jetzt besteuert wird. Da werden die ganzen Aufwendungen abgezogen und was übrig bleibt, wird besteuert. Und die Steuer muss als Geld bezahlt werden. Ja, das ist also eine Auszahlung und damit liquiditätsbelastend. Auf der anderen Seite ist aber die Liquidität für diese Umsatzerlöse noch gar nicht zugeflossen. Ja, und sehen Sie, dass das für ein Unternehmen sehr, sehr entscheidend sein kann. Denn letztlich ist für das Unternehmen die Liquidität der entscheidende Faktor. Es ist also möglich, dass ein Unternehmen hohe Umsatzerlöse ausweist und trotzdem pleite ist, wenn nämlich der zweite Buchungssatz, nehmen wir ihn nochmal auf, zweiter Buchungssatz, der lautet ja bekanntlich per Bank an Forderungen. Da fließt das Geld erst zu. Und wenn zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz der Jahresabschluss liegt, oder wenn zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz sehr viel Zeit liegt, weil der Kunde einfach nicht zahlt, dann kann es zu Liquiditätsproblemen kommen. Denn hier haben wir eine Einnahme, die gleichzeitig in Höhe der Umsatzerlöse Ertrag ist und damit besteuert wird. Hier gilt also, Einnahme gleich Ertrag und zwar netto. Einnahme gleich Ertrag netto. Damit will ich sagen, wenn unsere Forderung 1.190.000 Euro ist, dann ist unser Umsatzerlös 1.000.000 und 190.000 ist die Umsatzsteuer. Okay, wir können verrechnen mit Vorsteuer, aber das ist das, was wir abführen müssen. Das heißt, wenn ich hier meine Ertrag netto, dann ist es die 1.000.000. Und diese 1.000.000 wird besteuert, obwohl das Geld dem Unternehmen noch nicht zugeflossen ist. Das muss man einfach verstehen. Man muss verstehen,
Die Gewinn- und Verlustrechnung, die GOV, ist eine Gegenüberstellung. Schauen wir es hier hin. GOV gleich Gegenüberstellung von Ertrag und Aufwand. Von Ertrag und Aufwand und nicht von Ein- und Auszahlung. Die G&V ist eine Gegenüberstellung von Ertrag und Aufwand und nicht von Ein- und Auszahlung. Und die Erträge werden besteuert, egal ob sie liquiditätsmäßig zugeflossen sind. Das interessiert das Finanzamt nicht. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung wird durch Verrechnung von Ertrag und Aufwand der Gewinn, technisch richtig, Jahresüberschuss ermittelt und der wird besteuert. Und diese Steuern werden dann irgendwann auch fällig. Und vielleicht hat der Kunde immer noch nicht bezahlt. Da muss also etwas abgeführt werden, liquiditätsmäßig belastend, das überhaupt noch nicht zugeflossen ist. Und ich habe bewusst diesen großen Betrag gewählt mit 1.190.000. Ja, wenn der Kunde das nicht bezahlt, kann das Unternehmen ganz schnell in Probleme kommen, wenn, wie gesagt, zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz der Jahresabschluss liegt oder der Kunde sich eben für die Bezahlung sehr viel Zeit nimmt. Und das wollte ich dann doch nochmal deutlich machen. Ja, Sie sehen also diese Begriffsabgrenzung zwischen Einnahme, Einzahlung, Einnahme und Ertrag sind sehr wichtig auch in der Praxis. Ja, die 1.190.000 sind Einnahme. Sie werden in Höhe von 1.000.000 als Ertrag verbucht. Aber die Einzahlung von 1.190.000 ist nicht da. Und daraus entsteht in der Folge möglicherweise ein Riesenproblem für das Unternehmen. Ich hoffe, dass das Ganze dadurch nochmal deutlich geworden ist. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.